Die Serie von tödlichen Angriffen auf Obdachlose in Wien zeigt keine Anzeichen des Abreißens. Und die Polizei steht vor einem Rätsel. Ein weiterer Mann ohne festen Wohnsitz wurde Opfer eines Tötungsdelikts, nachdem seine Leiche enthauptet aufgefunden wurde. Die Identität dieser skrupellosen Täter, die im Obdachlosenmilieu von Wien wüten, bleibt ein Rätsel. Die einzige Spur führt über eine Kamera, auf der eine Person zum Zeitpunkt des Verbrechens gesehen wurde. Seit mehreren Wochen versucht die Polizei in der Hauptstadt verzweifelt, einen oder mehrere unbekannte Täter zu identifizieren, die tödliche Angriffe auf Menschen ohne festen Wohnsitz verüben. Nun könnte ein weiterer Fall die mysteriöse Mordserie fortsetzen. Im Naherholungsgebiet Wienerberg südlich der Donaumetropole wurde die enthauptete Leiche eines Mannes entdeckt. Medienberichten zufolge handelt es sich um die kopflose und bereits skelettierte Leiche eines Obdachlosen im Alter zwischen 40 und 45 Jahren, die in einem Gebüsch gefunden wurde. Ein Bekannter des Verstorbenen, der ihn seit mehreren Monaten nicht mehr lebend gesehen hatte, begab sich am vergangenen Wochenende zu einer obdachlosen Schlafstelle in Wienerberg, um seinen Freund zu besuchen. Jedoch fand er lediglich den mit einem Schlafsack bedeckten Leichnam seines Bekannten in einer Mulde liegend vor, der enthauptet worden war. Die umgehend verständigte Polizei entdeckte bei der Untersuchung des Leichenfundorts den Schädel des Toten, der in der Nähe des Rumpfes lag. Sowohl die Enthauptung des Obdachlosen als auch ein Loch im Schädel in der Größe einer Münze ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um herauszufinden, wer dem Obdachlosen Gewalt zugefügt hat und wie lange er bereits tot ist. Es bleibt unklar, ob der Tod des Obdachlosen mit den vorherigen Verbrechen in Verbindung steht, die Wien zuletzt erschütterten. Der Tote vom Wienerberg ist das dritte Opfer aus dem Obdachlosenmilieu, das diesen Sommer gewaltsam ums Leben kam. Nach Angaben der Wiener Polizei haben die unbekannten Täter bereits einen 56-jährigen Mann am 12. Juli 2023 mit tödlichen Stichverletzungen auf einer Parkbank gefunden. Nur 10 Tage später, am 22. Juli 2023, wurde eine Obdachlose gegen 3.40 Uhr in der Venediger Au, einem Park im 2. Bezirk Leopoldstadt, von mehreren Messerstichen schwer verletzt. Sie konnte Hilfe rufen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Morgen des 9. August starb auch ein 55-jähriger Obdachloser im 2. Wiener Gemeindebezirk Josefstadt an Stichverletzungen. Die Identität dieser skrupellosen Mörder, die Obdachlose ins Visier nehmen, bleibt ein Rätsel für die Polizei. Sollten Sie Informationen haben, die helfen könnten, melden Sie sich bitte umgehend bei den Behörden. Um keine weiteren True-Crime-Geschichten zu verpassen, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal!